Ja, so geht es mir ja auch, Max. Ich versuche ja auch so nach und nach, ne, einige Spiele jetzt nachzuholen. Vor allem, wenn schon Leute sich Mühe machen, gerade für dieses Spiel hier eine deutsche Fanübersetzung zu machen. Das finde ich dann irgendwie noch eine Spur geiler und so muss ich nicht aus dem Freien übersetzen. Für die Leute, die jetzt kein Englisch können, was ich sonst für gewöhnlich gerne mache, muss ja wissen. Deswegen ist das dann auch ein großer Vorteil. Und dann kann halt diejenigen, die die englische Version auch kennen, sollten auch sehen, wie gut diese Übersetzung geworden ist oder was man hätte besser machen können und sowas halt, ne? Das finde ich dann immer ganz interessant. Hier ist nichts. Gut. Und ich habe mich. Oh. Eine Magiescherbe. Ich habe mich ja auch jetzt nur breitschlagen lassen, diesen Teil hier zu streamen, weil er halt tatsächlich von Fans auf Deutsch übersetzt wurde. Sonst hätte ich das wahrscheinlich eher weniger gemacht. Nicht, weil ich Englisch nicht kann oder so, sondern einfach, weil es halt schon mühselig ist, diese ganzen Texte frei aus dem Englisch dann zu übersetzen. Also so zusammenfassend, das kriege ich nicht mehr auf die Reihe, weil mein Kurzzeitgedächtnis ist für den Arsch. Für diejenigen, die mich länger kennen, wissen das. Deswegen, es kommt jemand. Es ist zumindest mit der Zeit richtig beschissener geworden, von dem, was ich so halt gemerkt habe. Sinas, das ist kein fairer Deal. Du hast keine Ahnung, wie groß meine Sammlung ist, will ich nur mal anmerken. Wie ist denn der Zustand des Opfers? Es wächst weiter, Lord Yuna. Ausgezeichnet, ich bin höchst erfreut. Verdammt, sie werden uns sehen. Hier weiß ich ja zum Glück, dass ich hinter den Vorhang kann. Das habe ich ja in den Traum nicht geschnallt. Wenn wir uns langsam genug hinter dem Vorhang bewegen, sollte es uns möglich sein, auf die andere Seite zu kommen, ohne gesehen zu werden. So, genau so. Einfach Kamera drehen. Na? Ja, wenn wir. Los, komm, Ray. Nein, nicht Ray. Wir sind nicht bei Breath of Fire 3. Cray ist das. Ja, Lord Yuna. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Oh, weg ist er. Oh. Ich glaube, er hat uns ertappt, oder? Ja, aber es klang gerade, als wolltest du alle ausleihen. Also es gibt auf jeden Fall genug Auswahl, sagen wir es so. Ich würde schon, ja, ich könnte schon sozusagen fast ein GameStop toppen. Ach, aber dafür. Oh nee. Puh, anscheinend haben sie uns nicht gesehen. Ach, aber dafür wir. Ja, wir wurden ertappt. Na sowas. Wir können das doch nicht dulden, oder doch? Dieses Gebäude gehört dem Fu-Königreich. Und ihr seid Ostländer, oder etwa nicht? Wir sind auf der Suche nach jemandem. Ja, wir suchen nach meiner Schwester. Ihr Name ist Elina. Uns wurde gesagt, sie wäre hier. Was wisst ihr über sie? Na, 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 komm mir nicht zu nah, Ihr meint Prinzessin Elina, ja? Ja, sie war hier. Der Rabe ist auch da, sei gegrüßt. Na, alles gut? PC schon abgeholt? Funktioniert alles. Sie war eine äußerst nette Person. Sie sagte, sie sei für einen Freundschaftsbesuch hier, um Menschen zu treffen, die im Krieg verletzt wurden. Jedoch. Oh. Ich glaube, die sind anderer Meinung. Sie ist nicht mehr bei uns. Das heißt, ihr nehmt uns jetzt fest, oder? Ich befürchte, das ist die Wahrheit. Wohlan. Ich denke, es ist Zeit, dass ihr euch auf den Weg macht, meine Freunde aus dem Ostland. Werden wir jetzt rausgeschmissen, oder? Und so wurden wir gefangen genommen und zur Allianz zurückgebracht. Ah ja. Wir wurden vom König von Ludia getadelt, weil wir ohne Erlaubnis gehandelt hatten. Und Crave war gezwungen, sich vor Gericht zu stellen, um sein Handeln zu rechtfertigen. Ach, na toll. Ah, okay, das ist ärgerlich, Rabe. Das ist natürlich ärgerlich.
Cray, Anführer der Vorens. Sie sind nun bereit für euch. Kapitel 2, die Endlosen. Ja, haben wir das erste Kapitel also abgeschlossen. Ist aber schon ein heftiges Ende. Einfach mal alle getrennt. Cray muss sich jetzt alleine rechtfertigen. Na toll. Ah, oh, Nina. Gut, es sind nicht alle ganz getrennt. Bist du wach, Ryu? Na, sieht ganz danach aus, ne? Ziemlich deprimierendes Wetter, nicht wahr? Ich frage mich, ob sie Cray immer noch verhören. Wir können ja nachgucken. Wobei, ich glaube, die lassen uns nicht zu ihm. Warum gehen wir nicht zum Schloss? Wenn wir Glück haben, lassen sie uns Cray vielleicht sehen. Okay, versuchen wir's. Aber vorher einmal speichern. Na gut, ausruhen brauche ich nicht, egal. Haben wir das zumindest auch einmal gemacht. So. Gespeichert. Na gut, wenn man direkt beides auf einmal machen kann. Das zerbrochene Schwert. Oh. Aurum. Ein zerbrochenes Schwert. Das klingt nicht sehr schön. Hallo? Ach übrigens, das ist Skias. Ihm wurde aufgetragen, uns zu bewachen, damit wir nicht davonrennen. Es ist nicht so, dass wir einfach weglaufen würden. Ich würde Cray niemals zurücklassen. Ja, und was mit Erschin? Hey, mein Lieblingsroboter. Erschin sagt, sie ist gelangweilt. Na, verständlich, wenn du nur rumsitzt. Ich meine, du kannst ja hier mit der Flasche versuchen, einen Bottleflip zu machen. Das würde dich vielleicht aufheitern. Ich halte Wache. Okay, schön. Das heißt, ich komme hier nicht weg. Hm, alles klar. Wie sollen wir denn hier rauskommen? Ich meine, wenn Skias einfach mal Wache hält hat, kommen wir ja hier nicht raus. Und ich würde schon gerne nach Cray sehen. Oh. Wohin geht ihr? Ich gehe mit euch. Ah ja, er begleitet uns jetzt also, sozusagen als Wache. Ah ja. Bist du jetzt auch im Menü? Tatsache, Skias. Ui. Level 13 schon. Was hast du denn Tolles? Direkt einfach mal auschecken. Ein Jangdo, ein Schuppenpanzer und ein Seelenjuwel. Mhm. Irgendwelche besonderen Fähigkeiten? Frost hat er direkt. Schlaf, Glanzklinge, Heilung, Entgiften, Verwirrung. Sind ein paar coole Sachen auf jeden Fall bei. So, dann sehen wir uns erstmal hier um. Schloss Ludia liegt in dieser Richtung. In diesem Raum halten wir eine Gruppe von Personen fest, die an einem Vorfall beteiligt war, den wir gerade untersuchen. Hey, was macht ihr hier draußen? Ja, wir laufen ein bisschen umher. Weil wir es können. Ja, hier ist auch noch jemand. Das ist inakzeptabel. Diese Fabrikgegenstände haben keine Gasthäuser. Aber Gasthaus hin oder her, ich habe noch immer ein Geschäft für zu führen. Okay, was hast du Tolles? Ziemlich teure Waffen. Und auch ziemlich teure Rüstung. Ich würde sagen, ich brauche sowieso erstmal Geld, also bringen wir es jetzt nichts hier groß was zu kaufen. Auch wenn das Schwert bestimmt sehr cool wäre, aber 1800 Zenny, da fehlen mir noch eine Menge. Gut, lassen wir das erstmal. Das hat so noch keinen Sinn. Dann gehen wir erstmal nach oben. Vielleicht finde ich ja irgendwo noch eine Truhe mit einer Menge Geld. Wobei das ja ein Wunder wäre. Na, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? Damals, als wir im Krieg waren, ging es hier wirklich geschäftig zu. Da jeder Maschinen herstellte, Teile verkaufte und so. Ach so. Ja, jetzt ist halt an sich gar kein Krieg und deswegen gibt's auch sowas nicht. Trotzdem existiert diese Riesenwaffe noch.
Achso, ja, das ist... Genau. Ich kam vom Süden hierher und während ich so durch den Wald ging, stach mir etwas ins Auge. Ich sage euch, dieser Wald ist verflucht. Okay. Ich weiß einfach, dass es dort im Wald etwas gibt. Ich meine, man hört Stimmen, wenn niemand in der Gegend ist und manchmal spürst du, dass dir jemand an den Haaren zieht. Einige Leute sagen sogar, dass sie von unsichtbaren Tieren gebissen wurden. Ach, nicht so ein gespensterhafter Wald. Sowas fehlt mir noch. Ich reiste durch den Wald, als mich plötzlich etwas in meinen Kniff... Also, mein... Ihr wisst schon, wo... Ich kann's mir schon denken. Hier untersuchen wir das Metall vom Staudamm. Unsere Maschinenteile, um Maschinenteile herzustellen. Ah ja. Hier macht ihr Maschinenteile. Also schon quasi eine Art Fabrik hier in der Gegend auch. Ja genau, Sinas, den dicken Zeh, nichts anderes. Nicht nur, dass viele Leute ihre Arbeit verloren hatten, als der Krieg endete. Jetzt haben sie auch alle möglichen Probleme mit der Waffenruhe. Ich beneide den König sicherlich nicht um seinen Beruf. Kann man so oder so sehen, ne? Er kann keine Arbeit finden, aber das hält ihn nicht vom Essen ab. Ja, essen kann man immer. So. Da komme ich nicht rüber. Also zumindest nicht mit springen. Lässt du mich hier durch? Nee, ne? Achso. Ja, dann kommen wir da drüben nicht hin. Gibt es hier sonst noch? Ah ja, hier geht's weiter. Okay. Hier wird's in die nächste Stadt gehen. Ich würde mal sagen, ich schaue mir erstmal diesen Bereich hier an. Kann ich nicht? Okay. Wozu ist dieser Punkt dann gut? Ich würde mal sagen, ich gehe mal hier in eines dieser Gebiete rein. Es ist Nacht. Nee, ich wollte gerade schon sagen, weil einfach nur solche Geräusche zu hören waren. Aber es sieht schön hier aus. Ich will mal gucken, was hier für Monster existieren. Deswegen wollte ich hier einfach mal rein. Ei. Ein Witt und ein Nuttroop. Was für ein Name. Okay. So. Spezial. Es geht auch nur gegen eins hier. Ich könnte Schlaf auf alle machen. Kritischer Treffer, der immer trifft. Das frisst aber 10. Ich versuche mal Schlaf. Mal gucken, wie viel Erfolg ich damit habe. 144 Schaden. Ist das dein Ernst? Ja, das habe ich gerade auch echt gewundert, dass ich einfach mal so raus kann, Sinas. Aber das ist wahrscheinlich, weil Skias uns begleitet. Weil er soll ja sozusagen Wache halten über uns. Deswegen ist das wahrscheinlich in Ordnung. Behaupte ich jetzt einfach mal. Die Gegner sind aber echt nicht ganz ohne. Ich meditiere mal. Das muss ich wahrscheinlich auch. So, Windschnitt. Okay, Schlaf hat nicht viel gebracht, dann friere ich euch einfach mal ein. Stärke? Der Baum wird verstärkt, na toll. Gut, dann wird es jetzt Zeit für Ultra Instinkt, beziehungsweise... Genau. Danke, Ryu. Beziehungsweise Naruto. Ja, das reicht zumindest für diesen Kleinen. Mal schauen, wie das aussieht. Dass er jetzt Schock eingesetzt hat, war aber jetzt durch Ninas Wind, oder? Habe ich das jetzt richtig geschneit? Weil normalerweise habe ich ja Frost eingesetzt. Aber es wurde halt in dem Fall jetzt zu Schock. Ist irgendwie interessant, sowas rauszufinden.
Jetzt macht er wirklich Frust. Muss aber sagen, dass diese Gegner hier schon krassen Schaden anrichten. Okay, ich greife einfach mal normal an. Zumindest einen habe ich schon mal kaputt. Gut, jetzt sind wir so los. Wie viele Erfahrungspunkte gibt es dafür? 450. Also dafür, dass die Baumstämme jetzt doch ziemlich viel ausgehalten haben, finde ich das wenig. Naja, was beklage ich mich? Gehen wir weiter. Ich werde sowieso wahrscheinlich früher oder später eine kleine Level-Session einlegen müssen. So, hier kann ich ja nicht halten, deswegen ab nach Shide. Betreten wir die nächste Stadt. Mal gucken, ob wir Cray hier antreffen werden. Ich wusste, dass dies der richtige Ort zum Verkaufen war. So viele Leute, die den ganzen Tag kommen und gehen. Wie ist es mit euch? Sucht ihr nach etwas Bestimmten? Eine Stempelkarte? Ich habe eine Stempelkarte? Nee, ne? Ich wüsste nicht, dass ich eine habe. Nö, habe ich auch nicht. Okay. Gut, dann will ich einmal handeln. Okay, ich krieg davon gar nichts, weil ich habe nichts. Ich brauche davor einige Fische, also muss ich auch angeln. Ach du Scheiße. Gibt es irgendwo noch einen Angelpunkt auf dieser Seite des Kontinents? Weil ein bisschen Angelzeugs habe ich ja noch. Naja, zwei Quallen habe ich, aber dafür kriege ich noch kein Au rum. Ich brauche 5. Na geil. Ah ja, du hast nicht genügend Punkte für einen Stempel. 20 Stempel kann ich sammeln und dann kriege ich was gratis? Würde ich jetzt so behaupten. Ah, hier geht's durch. Halt! Du stehst hier so in der Ecke. Seid ihr jemals auf etwas neidisch gewesen, das jemand anderes hatte? Ihr wisst schon, ihr dachtet, dass es besser sei als eures. Oh ja, ich glaube, sowas hatte jeder schon mal, oder? Dies ist Shide. Da wir direkt am Rand der Wüste liegen, nennen manche Leute diesen Ort die Wüstenstadt. Wüste. Ich nehme das und das und... Oh, ich kann mich nicht entscheiden. Ich will sie alle. Ja, dann schnapp sie dir doch alle. Man weiß nie, wann man in der Wüste Banditen begegnen könnte. Ein kluger Mann trägt etwas bei sich, um sich zu verteidigen. Wie steht's mit euch? Wenn du etwas hast für wenig Geld? Ich könnte mir zumindest einen Kyras kaufen, aber auch nur für einen. Würde jetzt aber auch für Ryu nur 3 Verteidigungen mehr bringen. Weiß jetzt nicht, ob es das wert ist. Also wenn ich überlege, das hier könnte ich wenigstens für mehr anlegen. Und würde nur 450 kosten. Ich glaube, das machen wir auch. 2 Gesichtsschutze. Jopp. Ein kriegt Ryu. Und 1 Kias. Ja, für mehr habe ich nicht genug Geld. Ich brauche Geld. Was hast du noch? Die Wüste dehnt sich über weite Strecken in alle Richtungen aus. Falls ihr vorhabt, sie durchzuqueren, solltet ihr sicher gehen, dass ihr genügend Vorräte bei euch habt. Okay. Ja, eine Holzroute braucht man immer. Wurmköder könnte ich mal wieder ein paar kaufen. 3 Stück. So. Babyfrosch brauche ich nicht. Ein Schwimmer habe ich noch 2. Ach komm, kaufen wir noch einen. So. Holzroute brauche ich eigentlich keine zweite, ne? Was können wir denn noch kaufen? Willkommen zurück, Max. Ja, sonst, ich kann noch ein bisschen Heilkraut kaufen. 4 Stück erstmal. So.
Einfach um auf Nummer sicher geht, zu gehen, ihr wisst schon. Man weiß nie, was kommt. Und irgendwann hat Nina auch keine FP mehr, um zu heilen. Was ein bisschen blöd ist. Hey, bleibst du bestehen? Wir nehmen viele Händler, die mit ihren Sandgleitern hierher kommen, um Sachen zu verkaufen. Okay. Kann ich auch noch irgendwie durch diesen Eingang da? Ja doch, kann ich, ne? Wobei, von da kam ich ja. Moment. Ja doch, von da drüben kam ich. Kann ich dieses Vieh zum Reiten endlich mal mitnehmen? Ich meine, so irgendwas müssen die doch gut sein. Naja, gut. Es ist heiß. Zu heiß. Seht mich an. Ich schwitze so sehr. Ich sehe aus wie ein Wasserfall. Ach, naja, sieht man jetzt in diesem Moment nicht so, aber wenn du was sagst. Wie komme ich da jetzt hin? Moment, den Weg suche ich jetzt. Achso. Ah, okay, ja, von hier kam ich rüber, ne? Gut, jetzt will ich aber trotzdem noch mal wissen, ob ich dieses Reitvieh jetzt benutzen kann. Mein Wäschern gesetzt. Wohin geht der nächste EU-Urlaub? In Veschonien. Es gibt keine Möglichkeit, die Wüste zu durchqueren. Nicht ohne einen Sandgleiter. Ja, unser Sandgleiter ist ja leider Schrott. Wir haben ja leider immer noch keine Ersatzteile dafür. Beziehungsweise, diese Ersatzteile hatten wir, aber es hat ja trotzdem nicht gereicht, um den Sandgleiter wieder in Schuss zu bringen. Gut, marschieren wir einfach mal diese Mauer entlang. Sie haben diese Brücke so konstruiert, dass sie hochgeklappt werden kann, wenn ein großer Sandgleiter vorbeikommt. Also was ist cool. Ah, diese Brücke meinst du. Echt, so breit sind die Sandgleiter nur? Na gut, so breit sind sie jetzt tatsächlich nicht. Zumindest der, mit dem wir geflogen sind. Im Moment ist nicht viel zu tun. Alle Sandgleiter sind auf Mission unterwegs. Ach Mensch. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Ja, die Dinger kann ich nicht aufsammeln. Hätte ja sein können. Deswegen, ich wollte es probieren. Sah so einladend aus. So. Da ist eine Leiter. Wollte schon sagen, komme ich auch irgendwie da noch hoch? Das scheint mir aber nicht viel zu bringen, außer die nette Aussicht zu genießen. Okay, wo ist jetzt der Sinn, dass ich hier hoch kann? Miau! Sapsi schlägt auch wieder zu, diesmal als Katze, nicht als Mimik. Okay, man... Nee, hier war ich drin. Gibt's hier noch irgendwo einen Weg, den ich übersehen habe? Hier kann ich auch nicht raus. Nö, geht nicht. Ich glaube ja fast nicht, weil sonst... Hätte diese Katze ja irgendwie was gemacht. Würde ich jetzt behaupten. Sieht aber so aus, als ist da irgendwas. Geh mal weg. Bitte, mach mal Platz, danke. Nee? Gut. Das sah so aus, als könnte ich da irgendwas machen, deswegen. Such mal nach Kindern oder einer alten Frau. Hier werde ich wahrscheinlich nicht viel Erfolg haben, Sinas.